Hallöchen, meine Freunde, kurzer Einsprecher hier im Intro, und zwar das White Farming Projekt endet offiziell am Montag. Ich habe die Woche gar nichts gebracht, weil es einfach im Upload-Kalender nicht reingepasst hat. Es waren so viele neue Spiele die Woche, die ich bekommen habe. Deswegen ist das jetzt hier eine XXL-Folge, sprich, das sind die Folgen von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, sprich, vier Folgen hintereinander. Die letzte Folge kommt dann dementsprechend morgen. Wieso, weshalb, worum, wozu, schaut euch da bitte, falls bis jetzt noch nicht geschehen, auf meinem Kanal das Video "Wenn Wege sich trennen" an. Vielen Dank und viel Spaß. Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zum GEMA-Radiosender, zum LS17 Mecklenburg, zusammen mit dem McManus, den Werner, den Guten, dem Freezy und den Ansgar. Hallo. Hi. Hallo, guten Tag. Randy, nicht zurückfahren bitte jetzt. Es geht sowieso nicht, Randy. Eine Sache. Also ja, irgendjemand hat letztes Mal auf Feld 23 angefangen zu ernten. No. Das gute Feld gehört uns nur gar nicht. Das ist ja ein Ding. Das ist ja quasi Ernteklau. Auf übelste Art und Weise. Ich meine, bei den Hektar, da sind das ja schon, doch schon ein paar Tausender, ne? Anzeige ist raus. Vielleicht war ich das. Wo haben die mir gut die vorstellen? Ballen? Aber jetzt müssen wir blöd fragen, wo haben wir die Ballen, ja? Vom Feld. Vom Feld. Die hat Randy in seiner großzügigen Weise bereits vorgepresst für uns, damit wir nicht so viel Arbeit haben. Wir haben ja eigentlich schon sehr viel gepresst, aber ne, durch das Kuhn-DLC, was wir jetzt runtergeschmissen haben, ist das alles wieder verschwunden und deswegen... Ich wollte gerade sagen, das sollte man noch erwähnen vielleicht. Das Kuhn-DLC ist geexitust, weil, aber man muss wirklich dazu sagen, es läuft gerade unglaublich flüssig. Ja, es läuft alles ganz normal, ne? Ja. Wie immer. Und es scheint wirklich so, als hätte es am Kuhn-DLC gelegen. Was ziemlich krass ist, weil 15 Euro DLC sollte eigentlich nicht ganz so viel Performance fressen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, sollte auf jeden Fall im eigenen Produkt funktionieren, also. Ja, auch im Multiplayer, auf einer Mod-Map. Wobei halt die Frage ist, wie sieht's aus, wenn du jetzt auf einer Standard-Map spielst und halt keine Mod-Geräte ansonsten benutzt? Wenn Werner immer die Vierer-Pakete hat, wäre es vielleicht vom Vorteil, wenn da das den der nicht ablegst. Jo. Jo. Gern geschehen. Hast du gesehen, hat der Mittelfinger hinten rausgezeigt? Ja, das ist Standard durch solche Antworten. So. Okay. Ergibt keinen Sinn, aber machen es trotzdem. Ja. Willst du nicht arbeiten? Ich? Ja, doch. Ich warte drauf, das hier wegzufahren. Aha. Du könntest schon mal das Gerätchen hier wegfahren. Welches denn? Das vor dir steht. Vor mir? Oh, den Akkusin? Ja. Nein, wir sind ja hier, ist ja gleich voll. Der gute Ansgar. Ja, geht ja noch eine Reihe drauf. Drescher geschnappt. Ne. Ja, wie ne? Wie noch eine Reihe. Ja, klar. Junge, hier, Teleskoplader. Guck mal an hier, Moment. Ja, aber trotzdem. Ja, ja, da geht noch was. Na, dann bin ich gespannt. Randy. Was merkt, kriegst du deinen Arm nicht ausgefahren? Das ist ja billig. Zeig mal deinen Arm. Nee, lass mal das. Gut, dass du Arm sagst. Randy, du hast die anderen hinten runtergeschmissen. In der Tat. Ach so. Na gut, vielleicht kann ich doch was das andere wegfahren. Dauert ja noch. Ich tanze nicht synchron. Füßing. So. Was gibt's denn Neues, meine lieben Freunde, wenn wir uns hier einmal wöchentlich schon treffen? Tja, Randy, du hast doch immer den Überblick. Nicht munters. Ah, stimmt, genau. So, warte mal, das ist... Beste Zeit. Aber ich habe tatsächlich extra wieder ein bisschen Drachenlord diese Woche geguckt, damit ich am Dragon Monday mitreden kann. Aber so viel gibt's nicht. Ich habe mir tatsächlich Tinos Baulog angeguckt, damit ich mitreden kann. Achso, dann am Baudienstag. Oder war das Baumittwoch? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Dienstag. Guten hat Dienstag immer angerissen. Ah, das ist ja heute. Nee, in der zweiten Folge. In der Breezy? Zweiten Folge, ja. So war's. Du spielst, du fährst nicht mit GPS, oder? Lel. Doch. Ja. Was ist ein Lel? Alles gut. Hat dann den nächsten Runde. Weil dann würde ich auch mit GPS fahren, nur das ist ganz schief. Der Hinterhof ist gerade runtergerutscht. Das hast du wohl recht und ich verstehe auch nicht. Aber ich fahre mit verratet mir mal gerade, was ihr wo okay, macht. Okay, dann fahre ich mal schief hinterher. Wir versuchen bald zu stapeln. Nee, die anderen. Runter. So. Wir ernten Mais. Freezy und ihr erntet. Jo. Ja. Dann braucht ihr einen Abfahrer.
Eindeutig, das wär, ihr braucht das, Abfahrer. Das wäre gut, weil der Hänger ist nämlich gleich voll. Hier müssen noch angesät werden, Feld 3. Ach du Scheiße, es ist alles nur zur Hälfte irgendwie fertig. Nicht atmen. Wow. Er macht's wirklich. Ich kann nicht, gar nicht atmen, sehen. Nicht berühren. Ich hab ja ehrlich gesagt Angst vorm Ansehen, ne? Wer darf's machen? Wer darf atmen? Wir sollten aber, warum machen wir. Achso, nee, wie viele Seemaschinen haben wir? Von den großen drei, ne? Glaube ich, oder? Kann das sein? Ja. Oh, Alter. Warum machen wir da nicht so eine fette Gemeinschaftsparty? So, also, wenn's um Partys geht, musst du mit Guten reden. Ah, aber dann brauchen wir 13 und nicht 3. Hau mal raus hier. Weil ja, die nächste Bahn. Wenn jeder so einen hätte, dann wäre das schnell geschafft. Ja, komm, mach die nächste Reihe und ich tanke dich auch dabei. Also jo. In einer Woche dann. Macht doch mehr Sinn. Im Agrartruck. Also mehr als 5 hoch nimmt er nicht. Wow. Was machst du denn? Mit dem Spangurt meinst du? Ja, mit dem Spangurt. Ach so. Ja, da gibt es eine Begrenzung. Gibt es denn hier Kinogänger unter uns, die gerne ins Kino gehen? Ja, manchmal, aber ich war jetzt schon wieder also ein, zwei Monate nicht mehr. Tatsächlich gerne ins Kino, ja. Wenn ich mal gehe, gehe ich. Also, Kino ist schon geil. Wenn ich mal gehe, dann gehe ich gerne. Also, ich bin ganz ehrlich, ich nicht so. Okay, aus welchem Grund? Also, es gibt bestimmte Filme, die ich auf jeden Fall im Kino gucken, weil ich die als erstes sehen will und so ein Scheiß. Aber auch ich glaube, atmosphärisch ist es dort einfach besser. Genau, aber was ich halt ziemlich kacke an diesem scheiß Kino finde, ist Menschen. Was? Ja, die Leute, weißt du, die sitzen hinter dir, dann drücken die gegen deinen Sitz, die schmatzen, für Popcorn hörst du die ganze Zeit rascheln, dann hast du einen, der putzt sich die Nase, der eine zieht die Nase. Weißt du, wie das gerade klingt? Oh. Als würdest du in einem Kino mit 95 Randy sitzen. Klingt eher wie Sheldon Cooper. Kleiner Spaß natürlich nur. Bevor wieder irgendein Video kommt. Edit ist raus. Was ist raus? Edit ist raus. Ja, Edit. Genau, ein Edit-Video würde ich sagen. Machst du eine Ansage? Ansage Nummer 2. Ansage an McManus. Ja. Aber, was mich ein bisschen stört am Kino, ist, dass ich jedes Mal 40 Euro abladen muss. Das ist aber für mit Begleitung. Zu zweit natürlich, ja. Also zu zweit 40 Euro bezahle. Aber dann hast du aber auch das volle Programm, ne? Da habe ich was zu trinken, Popcorn und meine Kinokarte. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann will ich halt auch Popcorn essen. Ja, das gehört dazu. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Popcorn oder diese oder Nachos. Ne? Genau. Ich bin gerade weg, ich bin gerade unterwegs. Dann macht's halt gut. Was machen wir aktuell? Was machen wir mit dem Mais, mit dem Körnermais? Was würdet ihr damit machen? Ich hab bis jetzt alles eingelagert. Ja, einlagern, ich hab bis jetzt auch immer alles ins Silo geschmissen. Okay, also ins Hofsilo, ja? Genau. Gut, ja, und wie gesagt, also bei uns kostet die Kinokarte so, glaube ich, 11, 12 Euro, wenn du Loge sitzt. So. Ja, teilweise noch nimmer Loge, also je nach Film bist du auch so schon mal bei 10 Euro. Ja. Und dann halt noch, die mittlerste, das mittlerste Getränk mit der mittlersten Popcorn kostet bei uns 8,50 Euro. Was? Also im also im Kino nehmen die richtig Geld ab für so Lebensmittel, also wie so ja, Popcorn und. Ach, Kino ist krank. Alter! Also, das ist echt krank. Da kostet so ein Snickers gleich mal 3,50 Euro, ey. Ja, ja. Also, das ist ja echt krasse Preise. Also, bei uns kostet die Kinokarte, wenn es jetzt nicht 3D ist und du die Brille brauchst, wo du 2 Euro extra zahlst, 8 Euro. Wenn du ein mittleres okay. Getränk oder sowas nimmst, gut, das geht auch schon auf die 4,50 oder 4,80. 4,50, 4,80, keine Ahnung. Und dann Popcorn auch, wenn ich eine mittlere nehme, die liegt auch, glaube ich, bei 4 Euro noch was. Ja, und sind da aber auch 8 oder 9 Euro. Ja. Ja. Aber du hast die Karte bist auch bei 17 Euro. Ja, ja, klar, aber. Dann wird es halt 3 Euro teurer. Ne? Aber für, wie gesagt, ich habe das letzte Mal, hatte ich 40 oder 41 Euro bezahlt für 2 Personen. Oh. Boah. Das ist schon hart, also. Ist schon wenn ich schlecht. Ins Kino gehe, gehe ich meistens so spontan, weißt du, so Freitagabend, hast auf einmal nichts mehr zu tun und denkst dir so um 10 Uhr, oh, jetzt mal ins Kino. Und dann halt so 23, 24 Uhr ins Kino.
Na gut, dann ist er nicht so voll, oder? Es geht eigentlich. Also geht. Am Wochenende ist es eigentlich durchaus besucht. Ja, gut. Aber da muss man immer so weit fahren, weil das nächste Kino hier in der Nähe macht nur bis 22 Uhr. Wo gehst du denn immer? Wow, ich muss sogar ehrlich zugeben, dass den letzten Kinobesuch ich gar nicht bezahlt habe. Hat Gene mich eingeladen? Gene hat den letzten Kinobesuch bezahlt. Weil das war zum Valentinstag. Und da ging es in Shades of Grey und ah ja, da ist aber klar, dass sie zahlen muss. Und ja, sie hat gesagt, ich soll 19 Uhr einfach im Auto sitzen. Ich sag auch, was ist da los? Wo geht's denn hin? Ja, ja, sitz einfach 19 Uhr im Auto. Also sie hat mich halt vorher gefragt, hast du irgendwas geplant? Und nö. Also wegen Essen gehen oder so. Ich sag, ach so, nee, das war ja sogar so gewesen, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht essen, weil, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch war Valentinstag und Samstag weiß ich mal was. Ach, und Samstag waren wir im Kabarett und da waren wir vorher essen. Genau, so war das. Da waren wir vorher essen, dann sind wir ins Kabarett gegangen und da haben wir gesagt, ja komm hier, dann gehen wir Valentinstag nicht aus essen, dann werden wir Samstag sowieso gehen. Und da hat sie gesagt, ja, ich soll aber bitte 19 Uhr im Auto sitzen. So, alles klar. Ja, dann sind wir ins Kino gefahren zu Shades of Grey, habe ich gesagt. Hm. Schön, ich nehme die größte Popcorn-Tüte, die ihr habt. Dreimal. Plus. Nein. Ach man, ey. Shades of Grey. Hm. Dann denkst du so, na gut, jetzt geht's nach Hause, ne? Jetzt werden erstmal hier die Toys ausprobiert und jetzt geht's richtig ab. Ach, dann sind alle beide so vollgefressen von den Nachos. Keiner mehr Bock hat sich zu bewegen. Keiner mehr Bock sich zu bewegen, ist echt so richtig mies, ey. Aber naja. Würde ich nur mal so von meinen Kino-Erfahrungen erzählen. Ich gehe nur zu bestimmten Filmen. Auch wenn es keinen interessiert anscheinend. Ich gehe nur zu bestimmten Filmen ins Kino. Wenn irgendwie ein neuer Batman kommt, Transformers und das war's auch schon. So eigentlich so gut wie nie. Ja. Also obwohl ich sagen muss, Transformers ist schon ein sehr geiler Film. Der gefällt mir echt auch. Musst du ins Kino gucken, Alter. Ja. Also Transformers finde ich schon mega cool gemacht. Ja. Ich hoffe ja mal irgendwann, dass nochmal ein I'll be back, ein Terminator kommt, ey. Was seid ihr fertig nice. Mit dem Feld da oben? Nein, wir brauchen mal einen Abtanker. Ja, natürlich. Hier irgendwas so, fertig wird, dauert immer. Bin wieder da. Ja. Habe ich geliebt früher, ey. War ich der übelste Fan. T800. Dann der T1000. Hä? Hä? Was denn? Ich hab den Terminator-Kopf hier. Also, aber nicht den originalen, der 1000 Euro kostet, so ein Plastikding. Aber ist auch geil, das Ding. Okay. Wer ist voll? Ich hab wunderschöne Maschinen gefunden beim Händler, Randy. Willst du dazu was sagen? Nö, das sind die Ersatzdinger. Ah, okay. Anstatt den Kuhn-DLC jetzt, ne? Genau. Dann stehen wir beim Händler rum. Noch ein Schwader. Ich hab grad so eine selbstfahrende Spritze gefunden. Genau, die Spritze gehört uns auch noch. Die musste nur weg. Die musste nur verkauft werden, dass ich den Sammler holen konnte damals. Ah ja, okay. Alles seine Richtigkeit. Oh Gott. Ich bin gerade beim Händler, da steht nichts. Bei welchem Händler? Da ist es der Händler? Beim Zurücksetzpunkt. Bei der Gute Morgen mit Julian Krafzig und Andreas Sparmann. Ostseewelle Hitradio. Alles klar. Sparmann. Bitte. Ich bin bei dem Händler neben links neben dem Hofsilo. Ach so. Ne gut. So, wer muss jetzt hier abgetankt werden? Grüß ich. Sie. Ich. Also geh zuerst noch. Nee, Ansgar, so rum kann ich dich nicht abtanken. 92. Ja, ich fahr dann zurück. Ich hab auch 92. Na dann, gib ihm. Eigentlich bräuchte man hier einen schönen ULW bei den Feldgrößen. Ja. LKW Hammer. An die Straße gestellt und dann mit dem ULW abgetankt. Wo steht denn der ULW eigentlich? Sollten wir vielleicht so... ich weiß auch nicht so recht. Sollten wir so alle was Unterschiedliches machen oder sollten wir vielleicht... Keine Ahnung, immer zusammen auf einem Feld arbeiten, ist auch doof, oder? Ich würde sagen, Hauptsache am Ende ist alles gemacht. Ganz ehrlich, ich verliere absolut den Überblick. Kannst nach Ansgar.
Alter, sagst du jetzt nochmal ordentlich, sonst klatscht's. Wohin soll ich gehen? Super ordentlich. Kannst bitte nach Ansgar. Ist Nord oder was? Halt's Maul. Ganz gerne. Zum Ansgar. Boah, was ist das denn, ey? Alter, Tokyo Drift ist das noch nicht gesehen. Too fast. Also dieses Baby. Feld 5 ist auch mal sowas von lang. Feld 5. Feld 5? Feld 5, ja. Ist ein bisschen länger, ne? Ja. So wie die Graswiese da. So. Bin jetzt gerade nach Ansgar gefahren. Ja. Benny, sollen wir den mal wegbringen? Ja, eh noch und dann haben wir es doch auch schon. Nice. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Geil. Aber du hast mehr Gefühl mit deinem Lenkrad. Spielt eigentlich noch irgendjemand mit einem Lenkrad jetzt hier im LS? Heute nicht, ne. Ansgar, spielst du auch mit deinem neuen Lenkrad? Nee, ich spiele mit der Tastatur. Ach aber so. Ich wollte mal wissen, ob sich das lohnt oder nicht. Dann probier ich es mal aus. Also was mich immer stört, ist das Auf- und Abbauen. Und deshalb spiele ich damit sehr selten. Auch. Ja. Das Auf- und Abbauen, das ist echt. Das ist bei mir auch. Das habe ich auch gesehen. Problem haben alle, habe ich das gesehen. Ja, es ist auch so. Außer man hätte halt wirklich so ein komplett aufgebautes Ding in der Ecke, dass man sich einfach nur noch umsitzt. Irgendwie so ein Monitor mit einer Halterung, dass man den rüber schwenken könnte oder so. Ja. Einfach ja. Nur. Aber dann hast du halt auch wieder alles mega gut. Aufwand. Da habe ich mir mal überlegt. Du stellst dir einen Monitor, ich habe einen Schreibtisch. Achso, wir sind fertig. Entschuldigung. Nächste Folge. Dummstaller sind die Vergesser, bei Dala vorbeigucken und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn's heißt, bau dein Haus und hör mal, wer da klemmert. Tschüss. Tschüss. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS17 auf der Mecklenburg. Hier im Projekthof Mecklenburg. Was für ein Wortwitz. Mit dem Friesi, den Sachsen-Netzplayer, Werner Ansgar und Guten. Hallo, moin. Hallo zusammen. Guten Tag. Mahlzeit. Oh, der wird schon gern mal reinbrettern. Der Manus, ne? Der bekommt kein LKW mehr von uns. Nicht? Ne. Da-dam. Steht eigentlich glaub, einer von euch auch so auf LS Sonnenuntergänge? Ja. Nochmal bitte, was sagst du, Guten? Findet ihr LS-Sonnenuntergänge auch so geil? Ja. Die sind wirklich schön. So, ich setze den LKW hier am Rand ab und werde euch mit dem ÜLW beglücken kommen. Brauche ich nur noch einen Traktor? Von. Oh, der Fast Track. Das passt ja. Das ist ein schönes Gerät. Ja, aber wollen wir vielleicht doch mal so ein Feld zusammen ansehen oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung. Können wir machen. Lass uns doch das Feld hier noch zu Ende ernten und dann lass uns überlegen, welches Feld wir zusammen ansehen. Und dann machen wir einfach so eine Dreier-Kombo hier mit Freezy zusammen und gehen das Feld, was abgeerntet haben oder? Am besten Feld 3 fertig machen, das ist ja schon... Oder Feld 3 fertig machen, genau, ja. Ich wollte gerade sagen, zur Hälfte, aber so weit ist es noch nicht. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, es ist noch nicht mal zu einem Viertel. Ja, es ist schon Aua. Ja, dann gehen wir, dann machen wir Feld 3 fertig dann. Okay. Unsere 200 Kühe sind versorgt. Und da liegt er. Ich habe die Ballen abgeladen. Wow. Unsere 200 Kühe sind versorgt? Ja, das liegt praktisch vor der Tür, das Futter. Scheiße. Okay, Moment. Er liegt, ja. Aber jetzt liegt er auf der anderen Seite. Überleg gerade, wir wollen ja hier richtig krass auf Kuh gehen oder was? Nee, auf Tiere, ne? So ein Großbetrieb, oder? Hier, Großbetrieb. Da würde ja zur Karte passen, da ist alles groß. Hätte ich ehrlich gesagt Bock zu. Dann schon 100 Mal vorgehabt und nie gemacht. Ja, es dauert halt einfach extrem lange, bis man wirklich viele Tiere hat, ne? Kostet ja auch Geld. Na gut, aber ich sag mal so, wir haben ja hier, also hier können wir ja wirklich ein bisschen was umsetzen auf der Karte. Ja, mal die hier reinfahren, Randy. Zurückwärts? Nein, könnten nur zum wir, Abladen. Könnten wir also. den Clans mit draufschmeißen vielleicht, fürs nächste Mal? Was für ein Ding? Clans-Mod? So eine Art Multi-Overlay. Da zeigt sie einfach oben links an, wie viel...
Füllstände sind, wie viel er am Start hat. Und der alte Commander-Gedöns. Ja. Reicht dir das so, Randy? Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Boah, gerade wenn man hier mehrere abtankt. Ja, also Werner? Für die Abtankerfahrer ist das immer. Ja. Wohin damit? Da, ne? Ganz neues. Was für ein Ding? Ja, da rein. Da neu. Na gut. Hau mal rein in die dicke Schaufel hier. Alter, da hab ich mal ein ÜLW, hä? Da guckst du nicht schlecht, oder? Schönes Ding. Aha, sag ich dir. Manus? Ja? Hast du gut gemacht. Meinst du das? Nee. Hä? Bist du halt irgendwie so auf dem Trip, dass man dich loben muss, glaube ich. Ich? Ja. Nö. Nee? Nee, ich würde nur gerne eine Konversation mit euch führen, aber irgendwie hat keiner Bock jetzt mit mir zu reden, habe ich das Gefühl. Ja doch, wie sieht's eigentlich aus? Folge 2? Wie läuft's? Wie läuft was, Guden? Ja, dein Hausbau. Ach, das meinst du? Ja, sicher. Na ja, gut, dass du es ansprichst. Ich hab da heute viel zu erzählen. Ist es schon wieder so weit? Eine Woche schon. Boah. Was hat er gesagt? Du baust ein Haus. Was hat Füßi gerade gesagt? Ich weiß es selber nicht mehr. Alles klar. Ja, ich hab irgendwie was gesagt. Erzähl uns irgendwas oder keine Ahnung. Ja, über meine Mom oder was, ne. Auf jeden Fall, Nein. Ja gut, eine ereignisreiche Woche liegt vor und hinter mir. Ja, vor und hinter mir. Man glaubt es kaum. Okay. Ja, und? Achso, was hast du gemacht? Damit habe ich nichts zu tun. Nein, ich hab alle Vor- oder muss alle Vorbereitungen machen, weil, wenn alles gut läuft, welcher Tag ist heute? Mittwoch, ne? So, wenn alles gut läuft, dann wird fangen wir am Samstag an mit Verputzen inne. Ist das nicht total geil? Das ist total schön. Ja, und dazu musste ich noch meine ganzen Fenster fertig ausschäumen. Dann diesen Schaum, der quillt ja immer manchmal so ganz gerne so ein bisschen raus an der Seite. Den muss man schön bündig abschneiden vorher. Dann musste ich noch, was anderes machen. Dann musste ich die ganzen Kabelschächte, ne, die Kabelkanäle, die wir ja reingeschlitzt haben, wo ich die Kabel reingelegt habe, die musste ich ja alle wieder zuputzen, ne, verputzen, dass die wieder zu sind. Dann kommen heute, am Mittwoch in dem Fall, meine Fensterbänke. Und dann sind die drinne und dann kommt quasi morgen, am Donnerstag, kommt der Verputzer und setzt die ganzen Eckschienen und im ersten OG an den Fenstern und überall und da der Donnerstag und Freitag zu tun und am Samstag darf ich dann die ersten 25 Säcke Putz in die Putzmaschine einführen. Ja. Cool. Ich trink mal einen Schluck, ne? Ja. Wieder umgefallen. Ja, und das ist, sag ich mal, kommen wir sehr gut voran, also das ist ein großer Schritt. Gerade so inne verputzt ist auch optisch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, dann Geschichte. Merkt man, dass es langsam fertiger wird, ne? Ja, hast du die Maschine schon da? Putzmaschine kommt am Freitag. Ah, okay. Ja. Und ich habe das erste OG, verputzen wir erstmal nur die, und dann nur die Außenwände, weil innen ist ja alles Trockenbau, die ganzen Innenwände. Und nur die Außenwände brauchen wir 125 Säcke Putz. Und die darf ich alle mit der Hand in die Putzmaschine reinballern. Ja, geil. Ja, habe ich mir auch so gedacht. So 3 Tonnen? Kann man sich doch mal gönnen, da kannst du dir Fitnessstudio sparen. Ja, das auf jeden Fall. Also das kannst du nicht abnehmen. Muss ich früh in der Lehre auch immer tun. Sieht man gar nicht. Du hältst die Klappe. Nee, aber so ist das. Also schon krass. Meinst du, es wird was mit dem Zeitplan? Also du wolltest ja Weihnachten, glaube ich, dann schon im neuen Haus sein, ne? Wir würden gern ich würde mal so behaupten, so allerspätestens Ende November wäre schon geil. Aber müsstet ihr aktuell auch eigentlich noch hinbekommen, oder? Ja, aber das ist trotzdem ein straffes Programm. Guckst du seine Bau-Vlogs? Den ersten habe ich geguckt, den zweiten zur Hälfte und dann musste ich irgendwo hin. Und wie viel gibt's mittlerweile? 3. Ja, heute, aber okay, den ersten auch erst seit gestern. Aber wenn er weiter so rumalbert wie in den Bau-Vlogs, wird das nichts mehr mit Weihnachten. Nee, nicht gesagt, welches Jahr Weihnachten. Ah, okay. Nein, aber wir würden schon gern dieses Jahr November allerspätestens eigentlich drin sein. Aber kann klappen, muss nicht.
ist tatsächlich so, dass es auch als nächstes werden könnte, wenn irgendwas noch großartig schief läuft. Ja, und manchmal ist es auch, wenn man Sachen bestellt und so, ne, und dann kommen die ein paar Wochen oder ein paar Monate später. Ja, beziehungsweise das größte Problem ist, dass sich Firmen versetzen oder warten lassen. Ja. Also ich sag mal so, Zeit verschwendet habe ich bis jetzt immer nur, weil ich auf Firmen warten musste. Ich selber, kann ja jeden Tag machen und alles, aber wenn die Firma dich eine Woche warten lässt, dann ist eine Woche verstrichen, ohne dass irgendwas passiert ist. Du hast halt bestimmte, sag ich mal, Bauabschnitte, die gehen nicht ohne Firma, also ohne, wie zum Beispiel, könnte meine gesamte Elektrik niemals anklemmen, also das ist unmöglich. Außerdem muss es schon allein wegen der Gewährleistung eine Firma machen. Und wenn mein Elektriker mich dann meinetwegen 3 Wochen versetzt oder so, dann... Versetzt hätte ich halt 3 Wochen. Eine andere Baustelle erst fertig machen muss, dann hast du einfach Pech, ne? Das ist halt problematisch dann. Oder der Heizungsbauer, wenn der... Muss auf den Tisch schauen und sagen, ran jetzt hier, was soll der Scheiß? Hab ich gemacht, was denkst denn du, ey? Hat er gemacht, dann war noch eine Woche länger weg. Wahrscheinlich, ja. Nein. Also, gibt aber auch so Kandidaten, ne? Ja. Gibt welche, die melden sich dann gar nicht mehr, ja. Okay, dann macht's selbst. Ja, das Problem ist aber, dass zurzeit durch diesen Bauboom und durch diesen Niedrigzins und alles und dadurch, dass jeder Geld bekommt, jeder bauen kann, jeder irgendwas kaufen kann, also der Immobilienmarkt ist ja echt abgegrast, also das ist der absolute Wahnsinn. Und dadurch geht es den Firmen aktuell in unserer Region, manchmal hat man das Gefühl, zu gut. Ja, also die, so, wenn du dann sagst, ja, dann suchst du mir eine andere Person, ja, wenn du eine findest, weißt du, weil hat sowieso keine Zeit, so ungefähr. Ist ein bisschen kacke irgendwie. Ja. Der Kunde leidet halt drunter. Es ist gut, sag ich mal, dass viele Aufträge da sind, dass die Wirtschaft so angekurbelt wird und die so zu tun haben. Das Problem ist nur, dass die meisten Firmen darauf gar nicht ausgelegt sind, mit ihren Mitarbeitern und so weiter und so fort. Und viele dann an ihre Leistungsgrenzen kommen. Ja. Weil die Mitarbeiter nicht reichen und dann sind die von früh bis abend dann schnell und dann noch schnell dorthin. Naja, so passiert halt, so entsteht halt der Fusch, ne? Ja, Fusch am Bau, auch ein wichtiges Thema. Ja, deswegen bin ich, egal um was es geht, immer da. Immer. Das ist das Allerwichtigste, wenn du baust. Immer präsent sein. Immer vor Ort sein. Deswegen habe ich auch gesagt, zu meinem Putzer zum Beispiel, der mit 3 Leuten, ne, die müssen zu zweit verputzen. Und einer muss unten kontinuierlich die Säcke reinballern. Ich habe gesagt, pass auf, hast mir einen super fairen Preis gemacht. Das passt alles, bin ich echt zufrieden. Kannst dir einen sparen, kannst einen zu Hause lassen. Mehr Geld für dich. Und ich baller dir die Säcke da unten rein. Er hat den Vorteil, er muss denjenigen nicht bezahlen. Der kann was anderes machen. Kriegt trotzdem das Geld. Ja. Kriegt trotzdem sein Geld und ich bin aber da. Also durchgehend da, weil gerade mit Verputzen ist echt so ein Problem, weil ich hab da ganz klar gesagt, wie ich das haben möchte und wie meine Vorstellungen sind und beim Verputzen musst du wirklich aufpassen. Sonst ist deine Wand, ja, keine Ahnung. Was machst du dann? Du kannst ja nicht wieder runterhacken, geht ja nicht. Das fällt dir dann aber auch erst auf, wenn du anfängst zu tapezieren oder der Maler da anfängt. Naja, ich mach das ganz einfach. Ich guck mir die Wand ganz genau an. Ich ja, hab gesagt, wie es haben will. Wenn du dabei bist, aber wenn du nicht dabei bist, fällt es erst auf beim Tapezieren. Dann genau. Kommen die ersten Dinger, wo man sagt, oh, was ist denn hier passiert? Ja. Und wenn er eben verputzt hat, schaue ich mir das an und wenn das scheiße aussieht, dann rufe ich meinen Maler an, sag, komm her, guck dir das an. Sag mir, weil es muss ja sowieso komplett gespachtelt werden, noch vom Maler, also die Wände. Und dann lasse ich meinen Maler kommen und dann sollte er sich das angucken und soll sagen, ob es für ihn jetzt ein Mehraufwand ist, weil die Wand scheiße verputzt ist oder nicht. Wenn es ein Mehraufwand ist, dann hat er ein Problem, weil dann kann ich den Preis nicht bezahlen, den er angeboten hat. Weil ich habe ja auch die Dienstleistung nicht erhalten, die er angeboten hat. Na ja, klar. Klingt jetzt doof, ist aber so. Oh. Ja. Hast du den Wagen mit, Randy? Ich kann den mitnehmen, ja. Sehr schön, danke. Ich hatte auch schon mal einen, der, das ist ganz lustig eigentlich. Also der hat sehr, sehr viel bei mir gemacht. Und ist ein guter Kumpel, der auch den Bau überwacht, also mein Planer in dem Sinne. Der hat ja auch eine eigene Firma, hat 2 Meister. Und der ist immer manchmal ein bisschen frech zu mir, ne? Und dann sage ich so, na, pass auf, ganz einfach, jede Rechnung, die du mir jetzt schreibst, zieh ich 200 € ab.
Weißt du? Und dann sagt er so, naja, geht ja nicht, kannst du nicht machen. Ich sag, was willst du machen? Was willst du machen, wenn du mir die Rechnung schickst, ich ziehe etwas ab. Willst du es einklagen wegen 200 Euro? 3 Jahre Zivilprozess? Weißt du wie? Ja, klar. Ja, das ist immer ganz lustig. Das ist ja nur lustig gemacht. Ja, ja klar, das ist halt so ein bisschen lustig und da wissen wir uns halt immer. Und ja. Aber das ist halt eigentlich ganz, ganz cool. Aber was würdest du sagen? Ich? Hast du nicht irgendwas gefragt gerade? Ja, ich hab doch nur gefragt, was sagt er denn dann, aber da hast du ja gesagt, nee, ist ja alles nur Spaß. Ja, ja. Ich hab auch immer gesagt, das ist der Einzige, der kein Skondo mehr hat, ne? Ja. Und da sag ich immer, was ist mit dem Skondo hier? Ey, ich sag, wenn wir die Rechnung hier innerhalb von 5 Werktagen bezahlen, dann will ich 2% Skondo haben. Was sagt er dann? Das sagt er, naja gut, dann hau ich halt die 2% drauf, dann kriegst du 2% Skondo. Ich sage, er sagt immer, Skondo geben nur die sowieso die 2% zu teuer sind. Ja, das war mal, das sagt mein Chef auch immer. Und dann sage ich immer, ach komm ey. Ja. Was willst du machen, ne? Ja. Ist halt so. Aber ich habe mir das alles schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Also ja? Es ist ultra anstrengend, es ist stressig. Du musst immer hinterher sein. Aber dennoch habe ich es mir schlimmer vorgestellt, wie es jetzt ist. Ja. Also eigentlich kommen wir so ganz chillig immer weiter voran. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich relativ viel selber machen kann. Oder was heißt viel selber machen kann, aber dass ich halt doch ein bisschen was weiß. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt also vielleicht doof. Aber man muss ja so sehen, ich habe ja vorher schon das Elternhaus, war ja auch schon ein Haus in dem Sinne. Ja. Ne, und da haben wir ja auch viel gemacht und dadurch hast du ja schon einige Jahre lernen können. Ja gut. Ja. Wie schon gesagt, meine Freundin will auch bauen, aber ich habe einfach keinen Bock auf diesen Stress, ey. Nee. Das kommt immer drauf an, was du dir für Stress machst, was du selber machen willst, was gut. Du kannst. Was du nicht kannst, kannst du nicht machen. Das ist einfach so. Ah ja. Und wenn du handwerklich zwei linke Hände hast, was ja nicht schlimm ist, es gibt halt einfach welche, die sind handwerklich nicht begabt. Das habe ich nicht. Dann, da was du dir zutraust. Ich sage auch klipp und klar, das und das kann ich nicht. Fliesen legen zum Beispiel. Hat in meinem Leben noch nie eine Fliese gelegt. Wäre ich auch nicht probieren. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Vor allen Dingen ärgerst du dich, wenn die später nicht richtig liegen. Ja, genau. Das ist ja jeden Tag da drüber läufst. Jedes Mal ins Wohnzimmer oder jetzt Küche mal bleibst du mit dem Strümpfen hängen, ja, weißt du, so an der Kante. Oder du siehst, wie die Naht so schief geht und denkst, oh, scheiße. Nee, das wird nicht. Ja, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch schon wieder fertig. Das war wieder der Baumittwoch. Bis morgen, lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei, ist in der Beschreibung. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss. 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NS17 Multiplayer Projekt Hofbergmann. Quatsch. Hof Mecklenburg sind wir hier mit dem Sachsen-SWR, mit dem McManus, mit dem Ansgar, dem Guten und dem Freezy. Hallo. Hey zusammen. Hallo. Hi Leute. Also das Feld ist komplett abgeerntet. Ja, ist fertig. Welches denn? Supi. Feld 4. Ja. Ah, okay. So, jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt zu dritt gleich Feld 3 komplett fertig machen? Jo. Warte mal, Ansgar, hau mal den Rest noch hier rein. Vielleicht sollten wir wirklich beim nächsten großen Verkauf mal 2-3 Condor kaufen. Ja. Ist vielleicht... Jawohl, haben wir nicht... Ne, was haben wir an Seemaschinen? So groß haben wir nicht, ne? 9 Meter sind die und die Kondo hätte 15. Oh. Gut, dafür sind unsere Schlepper auch schon, sind die größten so gerade eben noch, aber ja. Aber die Schlepper, Meter also machen, Schlepper ne? Haben wir, die das schaffen. Ja, halt der große MF und so, ne? Also ja, auch der Fast Track. Ja. Der CB, der große. Nur nicht bergauf, da wird der ein bisschen langsam. Ja. Dann der Übersetzung. Aber da kannst du auch einen 3 Meter grober dranhängen und der wird gefühlt noch langsam. Boah, Ansgar. Hm? Sagen deine Zuschauer da so nichts, wenn du sowas machst? Ich kann auch zuklappen. Entschuldigung. Ich krieg da immer einen Einlauf. Fährt der mit dem offenen. Ansgar, übers Feld. Das ist aber eigentlich normalerweise, da bist du gesteinigt. Ne? Das Ding ist durch. Also ich hab ja nicht so die LS-Zuschauer. Ach so. Ich bin ja nicht so ein LS-Kanal, beziehungsweise ich bin ja noch relativ neu. Ich habe ja erst mit dem 17er so richtig gestartet. Vorher habe ich immer so ein bisschen gespielt, aber war ich jetzt nicht so aktiv. Deswegen habe ich, glaube ich, nicht so die... Aber ich merke das schon manchmal, dass ich ganz massive Fehler offenbar mache.
die überhaupt nicht gehen. Ja, also du vergisst auch, dass das hier kein Spiel ist. Genau, das ja. Des Öfteren, ja. So, dann schaffe ich mal den ÜLW gleich weg. Und dann treffen wir uns am Hof, oder? Ja. Wie viele Leute braucht ihr da? Niemand eigentlich, weil drei wenn wir nur drei Seemaschinen haben, dann sind wir... Alles klar. Ich müsste nochmal die Kühe sauber machen. Dann tu das. Aber ordentlich durchschrubben. Ja. Aber mal schön die Euter polieren, ne? Ich hab keine Ahnung. 200 Kühen, ne? Also. Was ist denn das? Füssi, was hast du denn schon wieder? Nix, schon alles gut. Wusstest du nicht, dass Kühe Euter haben, oder? Ja, was? Doch, aber schön die Euter schön polieren. Schön und die Nippel zipfen, zapfen, mal schön blank putzen. Weil, sonst hast du Dreck in der Milch, ne? Ist ganz klar. Ja, ist klar. Ja, musst schon mal vorher abwischen. Mhm. Hat schon mal jemand eine Kuh gemelkt von euch? Ja. Gemelkt? Sag ich das wirklich gemelkt? Ja, gemolken. Gemolken, oder? Ja, gemolken. Keine Ahnung. Stimmt. Nee, hab ich aber noch nicht. Ansgar, hä? Hast du das schon gemacht, Ansgar? Mal, nee, ja, ich hab's schon gemacht, ja. Und? War aber sau schwierig, da ist nur ganz wenig rausgekommen irgendwie. Ich glaube, es war auch nicht so gut. Ich glaube, es war nicht so schön. War die Kuh nicht so entspannt? Hat sie nicht so entspannt geguckt oder was? Doch, sie hat schon entspannt geguckt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich schon sehr, sagen wir mal, oder war es ein erregter, unsam, ein erregter so ein bisschen rabiat rangegangen bin. Aber bist du so ein richtiger Euterkneter? Mir wurde gesagt, man muss das so machen, aber alles ich glaube, da bin ich so ganz dran. Okay, verstehe ich. Wer hat dir das gesagt? Deine Ex? Die Bäuerin da. Nee, auf jeden Fall. Spaß. Ganz kurze Frage, haben wir Saatgut am Hof? Nein, hatten wir doch, Händler. Oder? Stell ich denn jetzt die Dinger hier hin? Was, Saatgut haben wir ausschließlich? Nein. Ich glaube, Dünger haben wir. Stellen die mal möglichst so, dass sie im Weg stehen. Hof. Hier zum Beispiel, hier wäre super. War das hier nicht irgendwie so, dass wir hier eine Saat. Haben wir hier eine Saatgutproduktion oder sowas? Ja, müssen wir aber erst befüllen. Die unten am Güllelager, links unten. Entschuldigung. Oh, Ansgar, weißt du, wie ich das immer mache, wenn ich nicht weiß, wohin damit? Unten am Güllelager. Das ist denn wichtig, das? Dass die zentral geparkt werden. Genau. Am Güllelager, das ist die Saatgutproduktion da? Genau nebenan, ja. Ich stelle direkt. Aber das würde schon sehr viel Sinn machen, glaube ich. Ich weiß wirklich nicht, wohin mit den Dingern. Ja. Super. Ich glaube, Flüssigdünger und Getreide muss da rein. Flüssigdünger? Wow. Okay. Ich suche jetzt mal meinen Dolz. Den haben wir verkauft. Was? Ja, das glaube ich euch so geil. Es steht ein. Moment. Es steht ein Traktor mit Seemaschine. Aber ohne Saatgut. Oh fuck. Wir brauchen echt Saatgut. Meine Maschine ist voll. Sollen wir nicht mal einfach ein paar Paletten auf Vorrat holen? Müssen wir. Machen. Wir kommen ja nicht weiter sonst. Feld 3 ist ja schon hier angefangen worden. Was wurde denn hier drauf gesehen? Ja, warte mal, lass mal. Das war so ja, glaube ich. Lass uns mal zusammenfahren, oder? Ja, sicher. Wie ist denn deine Saatgut, die Maschine, ist die voll, komplett? Eine ist komplett voll, ja. 99%, okay. Aber. Also am Hof steht jetzt noch der Fast Track mit der Seemaschine dran, da müsste noch befüllt werden. Und ich habe jetzt hier auch noch eine, ist leer. Der JCB, ne? Ja. Ja. Super, ja, dann nehme ich den und dann, wo finden wir denn das Saatgut? Einfachste wäre, wenn wir vielleicht die Big Packs kaufen und zurücksetzen, oder? So machen. Wäre was. Warte mal, wo war denn der Händler? War der nicht beim Hof? Nee. Doch. Oder Brauhaus in der Stadt da unten. Ich hab mal ganz kurz beim Hofsilo links. Hofsilo glaube ich auch, ja. Was ist beim Brauhaus da unten in der Stadt? Da ist der Zurücksetzpunkt. Unter Feld 18? Dürfte der Zurücksetzpunkt sein, wenn es rechts von unseren Schweine ist. Das hat er ja gesagt, kaufen und zurücksetzen. Ich glaube, das ist näher dran. Das ist ein bisschen näher dran, ja. Wir müssen uns mal um Silage kümmern. Wir müssen uns mal um Saatgut kümmern. Weil das wird uns richtig, richtig böse Geld kosten auf der Map. Ja, das wird richtig teuer. Ja. Weil wenn wir das alles kaufen müssen, na dann... Was braucht man für die Saatgutproduktion? Dünger und Weizen, hat Werner gesagt. Ja, irgendeine Getreideart. Okay. Na ja, gut, damit können wir ja eigentlich dienen. Gut, Flüssigdünger ist aber auch sauteuer. Ja, richtig. Aber es ergibt doch keinen Sinn, oder? Also vielleicht können wir aber fürs nächste Mal was Platzierbares mit reinnehmen von Maru. Wenn ihr Bock drauf habt. Ja, auf jeden Fall.
So, nicht ja, wundern über den denn? Kontostand. Aber was für Seemaschinen habt ihr denn? Habt ihr die Horsch? Die Horsch 9 Meter müssten im Einsatz sein, ne? Ja. Ja. Achso, die Big Packs kannst du gar nicht zurücksetzen, ne? Ja. Dann hat sich's erledigt, dann müssen wir sowieso dorthin fahren. Im Hofsilo. Ich kann da gleich mal welche mit dem Ballenwagen rüberbringen. Das wäre cool. Weil ich denke mal so 10 Paletten oder so wären gar nicht mal so schlecht, so oder 20. Was ist, wenn ihr die direkt am Händler in den Anhänger packt und dann los auf dem Hof irgendwo hinwerft? Könnte man auch machen, aber dann müsste man immer schaufeln. Der oder ein Förderband hinstellen, ne? Der Vorteil ist beim Big Pack, du fährst da dran, drückst R, ne? Ja. Ja, oder du machst es halt mit der Gabel, wenn du draufstehst. Ja. Ich stopp jetzt mal die Zeit, wie lange ich für eine Bahn brauche auf diesem Feld. holst du die Big Packs dann, Bruden, oder? Kann ich gleich machen, ja, aber die eine Bahn ziehe ich vorher okay, noch durch. Ja. Jo. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Alles klar. Ja, ist echt krass. Also, es ist schon echt schon fies geil hier. Auf der Map. Brauchen Leiharbeiter. Wenn wir Silage brauchen, dann. Was können wir alles in die BGA? In was können wir reinschmeißen? Oder, beziehungsweise, Moment. Pressen und wickeln. Silage Ballen machen. Wir haben ja die Presse. Prinzipiell kannst du auch einfach Gras nehmen, in werfen, zudecken und dann ist auch Silage, ne? Das würde ich eher machen für die Mengen, die wir dann brauchen bei so vielen Tieren. Ja. Haben wir irgendwo noch Kunstdünger? Am Hof. Am Hof ist, ist ein Trigger zum Direktkauf. Okay. Da ist so ein großes gelbes Fass, da fährst du drunter. Warum baust du den Kunstdünger? Für die Seemaschine. Für die Seemaschine. Ja, direkt. Mir fehlt der Dünger und das ist ja. Aber das hat damit ja gar nichts zu tun. Auf welches Feld 3 fahrt ihr, ne? Habt ihr gesagt? Ja. Ja, gut. Ich hätte ja mehr Bock mit so einem Krone zu häckseln, Mais häckseln. Dann kann Silage machen. Kann man nicht. Könnte man maximal ausleihen. Sag mal, bei der Feldgröße. Bei der Feldgröße lohnt sich ausleihen. Aber das ist gut, was zu tun hat. Boah, das war fies. Och, ich lasse hier ganz gemütlich rollen. Denke ich mir auch Gott. Das macht man sich höchstens selbst. Das stimmt. Aber Fisi, siehst mal so, wenn du dann mal Haus baust, ja, kannst du, egal was es ist, mich fragen, weil ich musste das alles durchmachen. Ja, dann darf Tino immer kommen und gucken. Ja, Tino, guck dir das mal an. Ist das hier gerade? Nee, aber weißt du, ich meine, wenn du einmal ein Haus gebaut hast, dann weißt du, was hast du für Fehler gemacht und was hast du richtig gemacht. Ja. Das ist einfach so. Na gut, das ist so wahr, ja. Immer Sachen, sag ich mal, wo du sagst im Nachhinein, hätte man doch so machen können oder nicht. Gut, bei mir jetzt nicht, da ist alles richtig, aber. Ich habe halt den Vorteil, mein Planer baut auch und, der ist halt jetzt schon fast einzugsfertig. Das heißt, der hat alle Bauphasen schon hinter sich und ja. Hat mir schon das ein oder andere Mal einen guten Tipp verschafft. Wenn man sich mal doch nicht so sicher war. Das Problem ist, geht los, du holst dir 3 Firmen und die Firmen erzählen dir 3 Meinungen. So. Das ist ganz normal, also das ist echt heftig. Hätte ich nie gedacht. Na. Jeder erzählt dir was anderes, oder? Ja. Boah, ist so im Handwerk normal. Ja. Ja. Aber was man. Aber guck mal, es sind zum Beispiel solche Sachen wie jetzt zum Beispiel verputzen. Es ist eben so, was machst du für Putz an die Wand? Es gibt keine Ahnung, wie viele verschiedene Arten Putz. So, und ja. Das geht ja auch da um dein Raumklima, um alles, ne? Sollen wir vielleicht das Spulen auf Null machen? Ja. Ist das dieses gelbe Gefäß hier? Ja, das gelbe Fass am Hof. Da hinten, ja. Da, wo du stehst, Ansgar. Was für einen Putz hast du denn genommen? Zum Beispiel in Wohnräumen habe ich eben gelesen, dass du einen Kalkgips... Wow. Ja. Dass du einen Kalkgipsputz nehmen sollst.
weil dieser halt, sag ich mal, Feuchtigkeit aufnimmt, wieder abgibt, halt ein sehr gutes Raumklima schafft und so weiter und so fort. Aber den da sollst du auf gar keinen Fall in, sag ich mal, Feuchträumen wie im Bad benutzen. Dann sollst du einen Kalkzementputz nehmen, der halt sehr hart wird. Ja. Was muss ich denn drücken, damit das lädt? Ja. Macht nichts. Und ausgewählt und die Marke oben auf. Ja. Hast du die Sämaschine ausgewählt? Ja. War das der hier? Was soll denn das sonst sein? Ja, das weiß ich nicht. Ich hab nur von einem, ihr eben ein gelbes Gefäß gesagt. Nee, das war nicht hier, Moment. Oh, was jetzt? Wir treffen auf dem Hof hier. Großes Gemult. Geil! Tumult. Ach, guck mal hier auf unsere Tafel, ey. Sind denn so die Füllstände? Hier hinten haben wir Dünger. Oh. Alter, Raps. Wir haben gut. 400.000 Raps? Ja, da habe ich schon was gemacht, ein bisschen, also. Wo haben wir denn die her? Naja, wir haben das komplette Feld 3 war Raps, ne? Das sind 400.000? Also ich habe immer alles reingekippt. 80, 90 Hektar. Wow. Ist leer, also kannst du wieder rein. Mal eine Frage, wer macht immer diese Rundumleuchten an? Also ich finde es ja auch ganz cool, aber es wäre auch ganz cool. Ich mach sie mal an. Wenn wir die wieder ausmachen. Genau, wieder ausmachen. Ja, da jemand Performance. Ich glaube, ich habe den bei dem Drescher habe ich den nicht ausgemacht, ne? Ja, doch ist aus. Ja. Doch, ne? War nicht aus? Wo hast du jetzt, wo war jetzt das Dings? Ach, hier, oder? Oder? Hier hinten, Moment. Hier hinten an dem Häufchen. Moment. Ach, da, alles klar. Ja, genau. Ich glaube, dort, ja. Wofür ist der gelbe Tank? Glaubt, der hat gar keine Bedeutung. Deko-Objekt. Deko-Zwecke. Vielleicht Sprit. Okay. War auch nicht gerade das Billigste. So, jetzt können wir Feld 3 behandeln, sagt ihr? Können wir machen. So, treffen uns. Du bist schon länger angewachsen. Ich bin länger auf Feld 3. Du hast den Plan. Guck mal. In welche Ecke fahren wir, sollen wir uns treffen? Hat meine geschaut, was bis jetzt angesehen wurde auf Feld 3? Ja, Soja. Soja, ne? Soja, okay. Oh. Tüm. Was macht der Randy eigentlich die ganze Zeit? Der ist so schweigsam. Stimmt, von denen hört man gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass er noch da ist. Deine Mutter. Ach, da oben, alles klar. Ne. Ja, bin noch mit dem Balden beschäftigt. Also da lang, da hoch, da rüber, da rüber. Ich würde mal da. Ich hab keine Ahnung. Darum. Jetzt zu Füße kommen, ohne über die Saatgut zu fahren. Okay. Ja, geht nicht. Geht komplett nicht. Falsch. Oder du machst halt wie Ansgar. Ich hab das kleinste Stück jetzt genommen. Warte mal. Angesät ist tatsächlich. Glaube ich, auf dem Feld etwas kompliziert. Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Am Rand ist auch noch so ein Streifen gegrubbert, da wo ihr gerade seid und gar nicht gesät. Zumindest nach der Karte. Sicher, den ziehen wir zum Schluss. Meine Fresse. Ich glaube, ich mache diese Woche mal ein Experiment. Weil das ich habe jetzt eigentlich nur auf demselben Feld gegrubbert. Und das mache ich jetzt einfach mal die ganze Aufnahme. Das Feld ist eh noch mehr als eine Aufnahme zu grubbern. Mal schauen, was die Leute so sagen. Weil manche sagen, die finden das geil. Und manche beschweren sich immer. Mal gucken, welche Gruppe größer ist. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also, ganz ein ernstes, soziales Experiment. Weil dann kann man. Emotion. Dann könnte man auch sagen, die Leute, die das jetzt nicht so interessiert, die gucken jetzt ein, zwei Folgen bei dir. Und die Leute, die das dann anders interessiert, gucken das so anders. Breezy, hast du schon deinen GPS? Kommst hier ans Feld, da ist nichts vorbereitet, gemacht. Alter. Was hast du gemacht? Hast du schon wieder einen runtergeholt im Traktor? Ja, ich saß im Dolz. Da müsste mal der GPS-Kurs eingestellt sein. Nächste steht hier, die Seemaschine noch zugeklappt. Ist schon alles fertig. Drück auf Einkaufswagen, weil die Klappe. Okay, perfekt. Das war zum Donnerstag. Wir sind fertig für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Guckt miteinander vorbei, in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Hof Mecklenburg. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Hof Mecklenburg im LS17 zusammen mit dem Freezy, dem MacManus, dem Sachsen-Netzplayer, dem Werner von den Burning Gamers und dem Guten.
Hallo. 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 Bitte. Hi, Leute. Die Maschine anmachen. Läuft das? Hab ich. Ich hab's aber nicht gesenkt. Ah, okay. Bin Profi. Und Licht anmachen. Dunkel. Wir haben jetzt ja Freitag, wenn die Folge kommt, ne? Right. Ja. Ich hab ein ganz wichtiges Facts hier. Aber und die werden euch nicht interessieren. Ja. Okay. Ich bin heute gespannt. Seit genau, also wenn die Folge kommt an dem Tag, bin ich genau ein Jahr aus der Schule raus. Ja? Ja. What the Wie kann fact? Das sein? Wir hatten am, ich ja. glaube 17. War das 17.3. oder so, letzten Schultag. Aber hat man dann nicht nochmal später für die mündlichen Prüfungen? Ja, man muss dann halt nur noch zur mündlichen Prüfung hingehen, aber Unterricht ist dann nicht mehr. Nee, bei uns war das anders. Wir hatten nochmal Unterricht vor den mündlichen Prüfungen. Also ich war dann im April halt für die drei schriftlichen Prüfungen da und im Mitte Mai dann nochmal für die mündliche. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also danach war ich nur noch viermal in der Schule. Ne, fünfmal. Einmal noch zum Noten abholen. Wurde dann auch vor der Klasse vorgelesen. So und so und so hat, so und so und so. Nee, ach, leck mich doch am Arsch. Konntest halt abholen, dein Zeugnis. Das läuft. Entschuldigung. Bei uns wurde feierlich vorgelesen und beglückwünscht. Ach, warte. Das muss immer auf uns zum Feiern gehen. Darf dir das auf dem Feld? Ja. Ach du bitte deine Arbeit, ja? Ich möchte dazu sagen, meine Arbeit läuft bravourös hier, ne? Bravourös. Das hast du nicht gesehen. Es liegt ein bisschen Mist an der Seite, aber ist egal. Denke mal, auch dein Ballentransport war bravourös, oder? Ah, der aber, Alter. Der Ladungssicherung ist das A und O, ich sag's immer wieder. So. Guck mal, Jungs, das klappt doch super, ey. Da drüben haben wir noch ein ganzes Feld. Oh. Ansgar? Hm? Das war die Bäume. Sah lustig aus, wie du auf einmal so verschwunden bist. Ich wollte die Bahn ordentlich durchziehen. Mach den Streifen hier fertig, also hier die genau. Die Leine ordentlich durchziehen. Hm. Alles klar, gut. Okay, das machst du, oder was? Ein Jahr aus der Schule, dann sowas, ne? Ja, ja. Mach hier die Ecke fertig, ja. Okay. Wir haben ja Freitag, ne? Achso, da habe ich heute schon mal angefangen. Aber, es ist doch YouTube-Klatsch-Freitag. Achso, ich hätte mir nicht mal eine Frage. Wendy darf endlich was erzählen. Ja, aber lass uns mal den Maestro fragen. Ich wollte mal fragen, habt ihr eigentlich auch so einen Wochenplan? Also Freitag zum Beispiel, macht ihr Freitag immer das Gleiche? Oder, oder habt ihr immer dasselbe vor? Oder? Scheiße. Nein? Nee. Seit einigen Monaten doch bei mir Rhythmus drin. Ja. Okay, was machst du da? Freitag 19 Uhr Stream bei dir. Ah. Was, sie heute Abend auf Twitch? Heute Abend auf Twitch, ja. 19 Uhr? 19 Uhr. Bei McManus. Ja. Ich glaube, ich mache heute auch einen Stream. Links auch. Dafür schon mal so eine Werbeeinlage machen. Um 8:30 Uhr heute, ne? Bei mir. Ja, machst du doch auch noch. 30 Livestream. Super, ja. Verstehe schon. Nein, kleiner Spaß. Aber so jetzt habt ihr nicht jetzt irgendwie oder so, was ihr unternehmt? Ja, arbeiten und dann war's das, ne? Wartet ihr kurz auf mich? Können wir machen. Kann ich hier mal ein schönes Licht anmachen? Habt ihr den Kurs jetzt einfach weitergefahren oder habt ihr irgendwas verstellt? Ne, habt ihr einfach. Wir sind einfach weitergefahren. Ja. Boah, der Sonnengang, Untergang ist gerade wieder so richtig. Hm. Jo, kann weitergehen. Danke. Ja, da haben wir ein bisschen was vor uns hier, nicht? Ja, aber in der Formation wird es schnell gehen. Ja. Hast du mal 9 gedrückt und das Feld 3 auch gemacht? Ich hatte ja letzte Session schon die Strafarbeit. Ich musste ja erstmal grubbern, ne? Wir rennen. Bin gespannt, was hier keine Strafarbeit sein wird. Bis irgendjemandem eingefallen ist, dass wir Direktzeit haben. Genau, da war gar nicht mehr freudig, der Ansgar. Nee, da war ich nicht mehr freudig. Wer mit der Jo-Holland-Spritze, mit der Selbstfahrerspritze auf Feld 3 düngen wird, alleine, benötigt dafür übrigens circa 1,5 Stunden. Nach meiner Hochrechnung. Ja. Ja. Weißt du, was ich gerade mache? Danke. Gesundheit. Ich bin auf Feld 4 Miststreuen mit einer Arbeitsbreite von 14 Meter. Wie lange dauert das? Wow. Sag mir mal die Hektarzahl. Keine Ahnung, steht das drauf? Moment. Keine Ahnung.
Wo stehen die Hektar? Jeder gönnst du die aber auch mit 14. Ach, Hektar. Richtig. Hier wurde ja auch angesehen, wie. Es wäre gerade kommen. Das Moment, war hier übrigens der Guten. Also. Warte, er war's, er war's. Ja, sonst heißt es wieder, der Ansgar, der unprofessionelle Hobbylandwirt, der hat hier wieder Mist gemacht. Macht mir jetzt? Freeze ist durchgezogen, dann habe ich gesagt, dann mache ich es auch. Weil was sonst hast du hier hinten direkt wieder die was Bahn stehen. Müssen wir aber, die müssen wir querfahren, weil guck mal. Ja. Warte mal, lass mal diesen Pinobel da hinten noch fix machen. Es ist sowieso für den Arsch angesehen, jetzt braucht man nicht drauf. Fahr mal gleich quer, Freeze. Okay. Ja. Machen die Richtung hier. Brauchen wir ja kein GPS. Mach die Ecke hier gleich noch mit. Ansgar kann ja bei Füßi da bei der Ecke noch mithelfen, die ist ein bisschen größer. Ja. Ich hab schon 60 Liter Diesel auf diesem Feld verbrannt. Oh. Was auch ein cooler Mod wäre Für uns. Was auch ein cooler Mod wäre für uns, ist was wir im Nostalgie drin haben, Füßi, wie heißt der mit dem Spritverbrauch? Ja, wie ist der? Keine Ahnung. Diese Anzeige ist eine mega geniale Anzeige auch. Also die sieht sehr, sehr cool aus. Das ist quasi unten neben dem Feld, neben dem Feld jetzt. Also was du unten rechts hast, das Infofeld da, hast du nochmal wie so ein Tacho. Und da siehst du so deinen momentanen Verbrauch in Litern pro Stunde. Ready? Mich Gefühl! Nee, das Gefühl ist jetzt hier over. Gut umgesetzt. Okay. Over ist die Scheiße jetzt, meine Fresse nochmal. Wird's emotional hier. Ja, ja, dieser Scheißballen will denn runtergehen. Macht da was anderes? Ja, nee, ich hatte ja nur, ich habe ja nur die zweite Ladung extra hier gemacht, nur jetzt wollte der Blöddings da nicht runter. Jetzt noch rein schieben und dann die letzte Dings, die steht da eh noch, aber es leckt ja eh nicht mehr. Bitte! Ich habe mir heute ein paar OMSI 2 Videos von dir angeguckt, ne? Das hat genauso geklungen, wie du gerade jetzt, ne? Ja, die sind auch gekommen, die sind doch uralt, oder? Ja, aber die sind immer noch geil, wie ich finde. Also das kann man sich auf alle Fälle gönnen, ey. Ja, komm durch. Uralt, sagt er. Also ich habe die 30 schon nicht erreicht, ne? Ja, jetzt wieder, wann kommt das raus? Oh, glaube. Was hast du gerade gesagt? Ich bin ja uralt, ich bin nur noch keine 30. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade auf... Oh, eingeschlafen. Wusste das auch ein Kommentar von Tino gibt. Hast du jetzt echt gesagt, du hast die 30er nicht erreicht? Richtig. Wenn du weitermachst, wirst du die auch nicht erreichen, Kollege. Bin ich, dann kann ich ja zufrieden sein. Bist du eigentlich mittlerweile schon 29C? Bitte? Ist Tino mittlerweile schon 29C oder? Geht dieses Jahr auf die 33 zu. Ich bin 27. Ja, oder 33. Leute! Zum fünften Mal geworden. Glückwunsch, Manus. Also ich weiß noch, wie du 29A geworden bist. Was labern die alle? Alles klar. Was raucht ihr? Gar nichts mehr seit über einem Jahr. Wow. Ich auch schon, übrigens. Siehst du? Tim, du hast auch mal geraucht, ne? Ja. Wer ist denn auch? Einer von euch so auf hier, auf Nebelmaschine, auf Isha? Einer auf Nebelmaschine. Yes, ja. Ich denke auch immer in der Disco, das erste, was ich mache, ist mir die Nebelmaschine reinziehen. Im Endeffekt ist doch so eine Dampf. 35 Liter Nebel reingepumpt in die Lunge. Nein, Randy und ich. Du meinst dampfen, oder? Ja, genau. Passe diese Dampfer, ey. Randy und ich dampfen. Ich hasse dich. Also, das hebt sich aus. Aber im Endeffekt aber könnte das man das doch persönlich wirklich machen in der Disco. Ich hab, du hast gerade die Dampfer beleidigt. Ja, dieses ja, einfach dieses Gerät. Das war jetzt ein Schmollmund, ne? Das klang ja. Aber einfach dieses Gerät, dieses Geräusch, was du ständig da mit dem Ding da machst im Mikrofon, ist eine Katastrophe, finde ich. Oh ja, das habe ich auch schon zu spüren gekriegt. Meinst du das? Ja, jetzt hat man das Gerät hat man nicht so gehört. Nö, das Problem ist, normalerweise hörst du das auch nicht. Nur das hat manchmal so seine Phasen, ich weiß auch nicht warum, der hat scheinbar auch Emotionen. Das ist aus irgendeinem Grund laut. Ich weiß, da blubbert das so. Ja, macht's gerade eine Ansage. Ja, genau, da blubbert das manchmal aus irgendeinem Grund so, scheinbar. Da macht's eine Ansage, okay, ja. Weil da scheinbar ein bisschen zu viel Power drauf geht, aber normalerweise hörst du das nicht, das läuft das Teamspeak ab. Ich bin gespannt, wie diese Entwicklung sein wird. Was ich komisch oder was ich bedenklich finde, ist, dass du absolut keine Langzeitstudien hast. Nee, dass du auch keinen Überblick hast. Hast du irgendeine Ahnung? Also, lass mich so sagen, bei Zigaretten ist es so, du kaufst dir eine Schachtel
und du weißt, jetzt hast du die halbe Schachtel geraucht, ne? Mhm. Und fertig, aber du hast ja dort gar keinen Überblick. Wie viel hast du jetzt geraucht oder doch, nicht geraucht? Doch, ein Milliliter halt, ne? Weil du hast ja, Milliliter, super. Du hast ja hier zum Beispiel meine Art, ich glaube 20 Milliliter passt ja rein. Nee, gar nicht, war Quatsch, was erzähl ich? krasser Tank. Ja. Ja, oder 4 Milliliter. Aber dann das 20, also in so einer ganzen Tube sind 20 Milliliter drinnen. Deswegen genau, meine ich halt krasser Tank. Ja, deswegen war ich gerade. Ja, aber komm mal zum Punkt jetzt. Was meinst du damit? Also wie viel ist das? Ja, kannst ja ausrechnen. Wenn du eine Packung leerst, das sind 20 Milliliter und da drin sind, wie viel Nikotin? Bei mir sind jetzt gerade 8 Milligramm Nikotin drin. Kannst ja ausrechnen. Wenn du dann am Tag, was weiß ich, komm mit so einem Ding, komme ich 2-3 Wochen hin. Hm. Aber in. Also du kannst den Nikotin in den Sinn rechnen. Also ganzes Ding, also 20 ja. Milliliter, das sind bei mir 12 Milligramm. So, und das kannst du dir dann ja auf Zigaretten. Es gibt dort, glaube ich, eine allgemeine Umrechnung irgendwie, aber die habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich weiß nur eins. Früher habe ich in der Woche 50 Euro verbufft. Jetzt wie viel? 50 Euro, eine ganze Stange. Habe ich in der Woche durchgekriegt. Ja, ja. In der Woche? In der Woche, ja, ja. Du hast auch geraucht. Ja. Ja, und wie? Von du hast in der Woche eine Stange weggepafft? Ja. Das finde ich schon extrem. Oh. Die Guten und ich jetzt hier die Einzigen. Und ja. War echt extrem. So, das waren die Einzigen, die noch nie geraucht haben? Oder ich habe schon mal geraucht, aber halt so ein, aber zwei Zigaretten. Aber Werner raucht auch nicht lecker. Und ich rauche auch nicht. Nicht mehr. Nicht aber mehr. Ansgar wollte ja darauf hinaus, dass Guten und Ansgar die Einzigen sind, die nicht geraucht haben. Also noch nie nicht geraucht. Genau. Ansgar hat auch schon mal geraucht. Machst eine Wette. Ich? Probiert hast du schon, ja. Ja, probiert hat, glaube ich, jeder mal, oder? Aber. Ja, nee, ist ja auch nichts Schlimmes, also davon mal abgesehen. Außer, dass es eklig ist, was nichts festgestellt haben. Genau. Und deswegen. Aber ich habe das nur gerade festgestellt und fand das erstaunlich. Ich dachte, Randy hätte auch nie geraucht. Vor allen Dingen, was nee, ich Randy immer... hat wirklich viel geraucht, das stimmt schon, ja. Ich habe in der 6. Klasse, ich glaube, das ist in der 6. Klasse... In der 6. Klasse? Ja, jetzt schilder mal kurz dein Leben. Ich sah in der 6. Klasse, da hatte ich irgendwie, das hatte ich halt angefangen mit probieren, habe natürlich gleich mit den besten der besten Dinger angefangen, Zigarello. Zigarello. Und da habe ich ja damals schon fast das Kotzen gekriegt und dann war das weg. Und ich glaube dann zum Ende der 9., Anfang der 10. Klasse, wo das dann auch mit diesen Vorprüfungen die ganze Scheiße losging, ich glaube, so hat das Ganze dann irgendwie angefangen. Ja, das hat sich dann gehalten. Ach, war das über so ein Stressabbau dann, oder? Wenn mich heute jemand fragen würde, ha, vielleicht, ich weiß es nicht mehr, es war halt damals dann einfach so. Und wir waren jung und brauchten das Geld nicht. Die ganze Zeit und, klappt das, ey. Dann irgendwann weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich aufs Dampfen gekommen bin. Wir haben Community-Mitglied Bunny, der dampft halt auch. Ich glaube, der hatte mir das mal so gezeigt und alles. Und wir haben gedacht, naja, pff. Bunny, der Teufel, ey, der hat mir Scheiße dann, auch nahegebracht. Und hab dann gefragt, was das kostet im Monat. Dann meinte er, naja, vielleicht so und so rechnen und bla bla bla. Hab ich mir gedacht, naja, warum nicht? Hab ich halt angefangen, wie gesagt, damals 50 Euro die Woche, jetzt 20 Euro im Monat. Also, mal auf den Geldaspekt bezogen, weißt du. Und, ja gut, schmecken also, tut's halt auch, ne. Es ist halt nur Menthol oder hier Blue Eisbonbons, Blue Wick oder wie das Gedöns da heißt, weißt du. Und, ja. Ich kann mich da jetzt nicht mal beklagen. Also, dass es gesünder ist, weil nichts verbrannt wird, das steht ja auch fest. Was es für andere Langzeitnebenwirkungen hat, ja, whatever. Aber es ist halt einfach billiger. Was man aber kurz sagen muss für die Zuschauer, weil ich weiß, dass viele junge Zuschauer zuschauen. Es ist erst ab 18. Gesünder als Dings ist, heißt das nicht, dass es gesund ist. Ne? Also, wenn ihr die Wahl habt, dann lasst es lieber bleiben. Hätte ich auch noch einen ganzen kurzen Einwurf. Freezes wird jetzt nicht gefallen, aber ich muss es jetzt einfach sagen. Montana Black ist jetzt ja vor seinem Eistee und Monster Trip runter und kauft sich jetzt, bitte passt auf, hat sich jetzt bei Amazon Wasser in Dosen bestellt. Wasser in Dosen? Wasser in Dosen. 3-4 Lagen hat er so in seinem Video gesagt. Der kauft sich das alles über Amazon. Junge, er hat da kein Wasser in der Wohnung. Keine Ahnung, ich denke, der ist einfach nur faul und bestellt sich die Scheiße nach Hause und dann ist er gut, ne? Also ich sag mal so, Wasserflaschen kennt man ja schon, da wissen wir ja schon, das ist ja 30.000 mal teurer wie Leitungswasser, aber Wasser in Dosen? Ich hab's nicht verstanden, die Kommentare auch voll. Flaschen kaufen kann ich ja nachvollziehen, gerade so Mineralwasser oder so, wenn man jetzt nicht gerade so ein Sprudelmachding hat und so, aber in Dosen? Ist das jetzt was Besonderes, als besonderes Wasser oder? Ich glaube nicht. Vielleicht heiliges. Kann.
Weiß man's? Gesegnetes Wasser. Vielleicht gibt's ein Unboxing so davon. Weihwasser. Da, wo der Papst noch reingesägt hat. Heiliges Wasser. Na gut, das kenne ich auch. Also 10 Milliliter, 30 Euro. Und da hat der Papst vorher mal reingepisst und da wirst du gesund. Ja, bitte? Ne, ist das Ansgar da vorne? Ja. Und ist Ansgar, ich bin hinter dir. Ah, ja. Ich mach hier Ansgar. Die Dings. Ansgar macht da irgendwie komische Sachen. Wieso? Setzt du nicht hinter der Insel einfach deine Bahn weiter? Weil ich dachte, dass es sinnvoll ist, dass ich hier hinter der weil dazwischen Bäume sind. Ja. Ja, aber und dann dachte ich, hinter der Insel mache ich schnell die Sachen, die wir gleich nicht erreichen werden. Was? Wenn wir vor der Insel stoppen. So! Okay, kein Wort verstanden. Wir sind fertig. Hier mal weiter. Wir sind fertig? Wir sind fertig. Genau, wir sind fertig. Also wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Oh lol. Tschüss.